Hallo, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Leute, vor ein paar Tagen haben wir ja bereits dieses Set hier ausgepackt. Auf den Spuren des T-Rex. Hammermäßig. Mit einem wirklich coolen Skelett und dieser Gussform, ja, dem Schädel von einem T-Rex. Und das gleiche habe ich hier eigentlich vom gleichen Hersteller. Allerdings haben wir es hier mit den Spuren des Smilodons zu tun. Ja, dem Säbelzahntiger. Auch hier ist eine Gussform dabei und natürlich das Skelett zum Zusammenbasteln. Das machen wir heute. Hier steht es auch schon. Setze das Skelett zusammen und stelle den Gipsabdruck seines Schädels her. Das werden wir auf jeden Fall machen. Da freue ich mich wieder drauf. Also ich war sehr, sehr positiv überrascht von diesem ersten Set hier. Es gibt 3 Stück insgesamt. Es gibt auch noch einen Triceratops, wenn es interessiert. Na, auf der Rückseite seht ihr ganz grob, wie der Säbelzahntiger dann aussieht. Es sind relativ wenige Teile zum Zusammensetzen, also auch für die jüngeren Dino- oder Urzeitforscher geeignet. Es ist ein Spatel dabei, eine Gipsmasse und natürlich der Abdruck. Da steht hier auch: Smilodon, schlüpfe in die Fußstapfen der Paläontologen und enthülle die Geheimnisse dieser legendären, ausgestorbenen Raubkatze. Du wirst sicher viel Spaß dabei haben. Das denke ich auch. Hier Inhalt des Sets: Fossilien des Smilodons, bebilderte Anleitung, Spatel, Gussform für Gipsabdruck des Schädels, eine Tüte Gips, wo auch Sand beigemischt wurde. Ja, und das Coole an diesem Gipsabdruck ist, ihr könnt es dann später auch noch anmalen, dann wird das Ganze hier noch ein bisschen plastischer. Ich habe hier ganz normale Wasserfarben genommen und es funktioniert super. Falls euch das interessiert, wie ich den T-Rex, der übrigens so aussieht, ne, Hammermodell, und wie ich den Schädel gegossen habe plus angemalt, schaut euch einfach das Video an, wo ich dieses Set hier vorstelle. Findet ihr auf meinem Kanal. Guckt einfach auf den Spuren des T-Rex. Okay, dann würde ich sagen, lasst uns das hier auspacken. Habt noch nicht reingeschaut. Einfach hier öffnen und den ganzen Inhalt hier rausholen. So, so sieht es aus. Hier findet ihr die Gipsmasse mit dem Spatel, den haben sie hier reingeklemmt. Das hier nicht wegschmeißen, das ist die Gipsform von eurem Smilodon-Schädel. Das ist schätzungsweise hier mit einem Klebefilm befestigt. Einfach kurz losschneiden. So, hier oben auch noch. Dann können wir das Ganze gleich aufklappen. So, und hier haben wir die ganzen fossilen Teile. Die bauen wir uns gleich zusammen. Das hier ist die Gipsform. Ne, so sieht das Ganze aus. Transparentes Plastik. Hier seht ihr schon mal den Kopf, den Schädel, Oberkiefer, Unterkiefer und hier diesen langen Reißzahn. Ne? Knaller. Und den könnt ihr dann später mit Gips ausgießen. Und da bin ich echt gespannt. Und ich werde natürlich auch anmalen, genauso wie ich es mit dem T-Rex-Schädel gemacht habe. Okay? Mit dabei findet ihr dann auch noch diese Anleitung. Zum einen, wie ihr dieses Skelett zusammenbauen könnt und wie dann auch die Masse hier angerührt, gegossen und letztendlich aus der Form geholt wird. Ne? Ihr müsst allerdings damit rechnen, dass diese Gipsform einen Tag trocknen muss. Ne? Also ganz so schnell geht's nicht, bis ihr euren Schädel habt. Okay, na dann lasst uns mal die Teile von unserem Smilodon anschauen. Das hier ist definitiv ein Teilchen von seinem Schweif. Dann hier das Becken, wie es aussieht. Und wir haben natürlich auch noch den Schädel, zumindest eine Hälfte davon. Okay, hier haben wir den Unterkiefer. Ne, die Zähne sind noch nicht ganz so erschreckend, aber wenn dann die Hauer drankommen, dann ist das schon ein heftiges Teil, mein lieber Scholli. Okay, dann lasst uns das mal zusammenbauen. Ich bin gespannt, wie groß das Modell ist im Gegensatz zum T-Rex. Hier haben wir auf jeden Fall die Wirbelsäule, ne? Die Wirbel, die waren ganz schön lang. Dann das Gerippe, Halswirbel und hier vorne an die Kugel kommt der Kopf dran. Den können wir dann auch noch bewegen und natürlich das Maul öffnen und schließen. So, dann brauche ich hier auf jeden Fall dieses Schwanzteil. Das kommt dann hier dran, schätze ich mal. Aber da kommt noch was dazwischen. Oh, oder warte mal, ich fange vielleicht mit dem hier an. So, das hier kommt zusammen und hier dran. So.
Ja, muss man gut zusammenstecken. Dann kommt dieses Teil hier dran. So, und da muss man richtig drücken, damit es auch hält. Ne? So, dann haben wir doch schon mal den Schwanz dran und das Becken vom Smilodon. Dann mache ich das vordere Gerippe dran, hier unten reinstecken und hier oben auch wieder fest andrücken. So, okay. Da müsst ihr wirklich kräftig drücken. Dann sieht es so aus, das Ganze. Cool, ne? Ach, klasse, Skelett kommt immer gut. Auch schön die Rippen, wie die hier noch unterteilt sind. So, dann haben wir hier ein hinteres Bein. Das kommt gleich mal hier rein. So, wunderbar. Dann das andere. Seht ihr? Das ist angezogen, gehört aber definitiv nach hinten. Okay, so, alles klar. Dann hier dieses Teil mit Schulterblatt. Kommt hier vorne dran. Das sieht doch schon klasse aus. Es gibt ganz schönes großes Kerlchen. Das hier kommt da rein. So, okay. Ne, somit haben wir hier schon mal den Körper. Jetzt fehlt noch der Kopf. Sieht auch gut aus. Ne? So, dazu muss ich hier mal die Riesenzähne hier wegmachen. So, einfach abdrehen oder mit der Schere oder Messerchen abschneiden. Dann müssen wir mal gucken, wo wir das hier in den Kiefer reinmachen. Das kurze Teil kommt hier rein. Ja, das sieht gut aus. Dann die andere Schädelhälfte. So sieht es innen aus. So von außen. Dann machen wir den Zahn hier noch rein. Wird einfach hier reingeschoben. So, dann haben wir das hier. Jetzt müssen wir die beiden Schädelhälften zusammenstecken. Ne, hier. Okay. Vorne richtig zusammendrücken, hinten bisschen vorsichtiger. Lasst noch ein bisschen offen, denn dieses kleine Loch kommt hier über diese Kugel. Ja, und wir haben hier auch noch den Unterkiefer. Der kommt hier rein, aber wie es aussieht, können wir das einfach so reindrücken. Gut, dann mache ich das wieder ein bisschen auf. Und macht es gleich über die Kugel hier drüber. Seht ihr, das muss da rein. So, und jetzt kann man das ganz fest zusammendrücken. So, und dann noch den Unterkiefer einfach hier in dieses runde Teil reindrücken. So, jetzt sitzt es. Alles klar. Ja, somit ist er fertig, unser Säbelzahntiger, der Smilodon. Mal gescheit hier hinstellen. Hat eine coole Pose, das Teilchen. Oh, allerdings sitzt der Kopf ziemlich locker. Ne? Also so sieht das Ganze aus. Ich probiere es nochmal ein bisschen zusammenzudrücken. Okay, dann geht es einigermaßen. So kommt er. Und das Maul können wir natürlich auch ein bisschen öffnen. Hier gerade ein bisschen runterklappen. So, guckt es euch an. Boah, mit dem aufgerissenen Maul. Der Smilodon. Was für ein cooles Teil von vorne. Ne? Hier sind normalerweise die Augen drin. Und so sieht es dann von der Seite aus. Coole Stellung, die Beine haben alle unterschiedliche Posen. Was haben wir denn hier für eine Größe? Kopf ein bisschen drehen. Ja, das geht super. So, hier am Kopf gemessen, höchste Stelle, haben wir eine Höhe von 10,5, nicht ganz 11 cm. Und ich habe hier eine Länge von insgesamt 21,5, würde ich jetzt mal sagen. Also sieht echt toll aus, gefällt mir super gut. Von vorne ist der echte Burner, ne? Und wie ihr seht, die Beine, wie schon gesagt, komplett unterschiedliche Stellungen. Hier seht ihr nochmal, ja, dieses Schulterblatt, wo die Vorderarme runterlaufen. Die Vorderarme sind ein bisschen länger als die Hinterbeine. Ihr könnt die Hinterbeine natürlich auch bewegen, ne? Ihr könnt sie nach hinten machen, nach vorne machen. Aufpassen, dass sie nicht gleich wieder rausgehen. Aber kein Problem, ihr könnt sie immer wieder einstecken, ne? Kein Problem. Aber die Form, die Stellung ist eigentlich schon vorgegeben durch die Gussform der Beine. Auf jeden Fall ist das eine sehr interessante Haltung. Gefällt mir gut. Vor allem sieht es klasse aus von allen Seiten. Auch die Farbe von diesen fossilen
Kunststoffknochen ist, wie ich finde, sehr gut getroffen. Ist nicht nur so ein eintöniges Braun, sondern hat hier und da auch irgendwie so Flecken drin. So ein rötliches Braun, bisschen schwarz, Anthrazit, genauso wie der Schädel. Das kommt schon wirklich gut. Klasse. Wirklich, wirklich klasse. Schönes Teil. Die Zähnchen auch nicht ganz weiß, sondern eher ein bisschen so cremefarben. Das Maul, wie schon gesagt, könnt ihr komplett schließen. Ich mach's mal komplett zu. Ne? So sieht es aus. Und ihr könnt es wieder ein bisschen öffnen oder extrem weit öffnen, so wie euch das gefällt. Ja, das waren schon, wow, wirklich ehrfurchtgebietende Raubtiere. Mein lieber Scholli, krasses Teil, wirklich. Also ein schönes Modell, ja, bin absolut positiv überrascht. Ich stelle hier mal kurz den T-Rex daneben, der wirkt da wirklich klein dagegen. Ja, guckt es euch mal an. Sieht schon aus wie ein T-Rex-Baby, ja, gegen einen erwachsenen Säbelzahntiger. Die beiden lebten ja in komplett unterschiedlichen Zeitaltern, sind sie also nie begegnet. Von dem her keine Gefahr, weder für ihn noch für ihn. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie groß der Triceratops ist. Ich denke mal, der wird in etwa genauso groß sein wie der T-Rex oder hier der Smilodon. Wenn ich das noch irgendwie günstig sehe, ich glaube, den hole ich mir, weil das lohnt sich tatsächlich. Ne? So, hier einfach nochmal ein bisschen die Details, der Schädel. Cool gemacht, auch die kleinen Zähne. Nett zu sehen. Sie hat halt ein total bizarres Aussehen, das Ganze hier. Die Halswirbelknochen, die Wirbelsäule, also dass es hier tatsächlich so hoch rauf geht, hätte ich nicht gedacht. Ne? Dann die Rippen, man sieht die schöne Unterteilung, dann wie die Wirbelsäule hier weitergeht, bis in das ganz kurze Schwänzchen, hier das Becken und die Beine. Und auch die Zehen bzw. die Krallen sind schön angedeutet, sind hier nicht mal so lang. Oh, und der Kiefer fällt ab, sehr gut. Gleich wieder dran stecken, ganz einfach hier reindrücken, zack und hält wieder. Ja, dann hier auch noch ein paar richtig schöne Details im Knochen drin. Ne? Dieses raue, was fossilen Knochen halt so haben. Ne? Sind nicht mehr glatt, sondern auch schon leicht verwittert. Ne? Sind ganz einfach, diese Skelette, aber haben eine tolle Wirkung. Okay, ja, dann kommen wir natürlich zu unserer Gussform. Das werde ich jetzt gleich machen, aber nicht vor der Kamera. Das habe ich ja schon beim letzten Mal beim T-Rex gezeigt. Schaut euch das Video einfach nochmal gerne an, falls ihr das auch habt und eine Anleitung braucht. Ich würde euch empfehlen, für diesen Beutel gibt's, nehmt eine alte Schale, also im Himmels Willen keine Müsli-Schüssel oder so irgendwie was, was ihr hinterher noch gebrauchen wollt, denn durch den Sand, der in dieser Gipsmasse noch mit drin ist, verhält sich dieses Zeug wirklich wie Schmirgelpapier. Nehmt irgendwie eine alte Plastikschale, einen Joghurt oder einen Eisbecher und 25 Milliliter Wasser. Ich habe ein bisschen mehr gebraucht. Ja, tatsächlich, 25 Milliliter Wasser. Ihr habt richtig gehört. Ihr braucht nur ganz, ganz wenig Wasser für diese Masse. Ich glaube, ich habe 35 oder 40 Milliliter Wasser gebraucht, damit die Masse auch wirklich streichfähig wurde, damit ich hier auch die ganze Form habe bestreichen können. Das Ganze lasst ihr dann eine Nacht liegen, dann härtet der Gips durch und ihr habt einen tollen Abdruck von diesem Smilodon-Schädel. Das mache ich jetzt und wenn das Ganze getrocknet ist, dann melde ich mich wieder. Also bis gleich. Ja, das ging doch ruckzuck, ne? Die Form ist ausgehärtet, alles schön gegossen. Und so sieht das Ganze aus, wenn sie in der Form ist, ne? Der Säbelzahntiger oder der Kopf der Säbelzahnkatze. Säbelzahntiger ist ja so ein allgemeiner Oberbegriff für diese Art hier. Ja, sieht doch gut aus. Dieses Mal habe ich auch alles hier ausgegossen und ich habe schon wieder was gelernt, ne, bei der zweiten Gussform. Ihr seht, es ist auch total glatt im Gegensatz zum T-Rex. Da ist die Rückseite ein bisschen rau, hier ist es total glatt. Wenn ihr den Gips hier reinfüllt, einfach so ein bisschen, so ganz leicht ein bisschen auf den Tisch klopfen und ein bisschen rütteln, dann kommen die Luftblasen eigentlich von alleine hoch. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich auch hier wieder ca. 35 bis 40 Milliliter Wasser genommen habe. Sprich, die Masse war relativ weich, geschmeidig und so konnten die Luftblasen durchflutschen. Beim T-Rex-Schädel war die Masse noch ein bisschen fester. Also die Masse konnte ich nicht so gut verteilen, wie das hier der Fall war. Okay, dann hole ich das Ganze hier mal raus. Eigentlich nur ein bisschen drücken
und schon fällt es auch schon raus. Ihr seht, die Form ist komplett sauber, könnt ihr also wieder eine andere Masse reinfüllen. Ihr könnt auch Knet nehmen, ne? Dann habt ihr einen Knetschädel, auch nicht schlecht. So, das hier ist die Form, so sieht das Ganze aus. Ist doch cool. Ihr seht hier wieder diese dunkleren Punkte dazwischen. Das ist dieser Sand, den sie in die Gipsmasse hier mit rein gemacht haben. Hier ist noch ein bisschen so eine Gussnase. Das kann man einfach wegbrechen, wenn man es möchte. Ich werde den Schädel jetzt auf jeden Fall noch anmalen. Ähnlich wie ich es beim T-Rex gemacht habe. Mal gucken, wahrscheinlich nehme ich ein bisschen eine andere Farbe. Wenn man im Internet guckt, findet man ganz unterschiedliche Farbtöne zu diesen Schädeln. Heller, dunkler, wie auch immer. Ist halt eine rein optische Geschichte, wie es einem besten gefällt. Ne? Ich werde es wieder mit Wasserfarben machen. Vielleicht wird es ja was. Und wenn das fertig ist, dann zeige ich es euch nochmal. Ne? So sieht das Ganze seitlich aus. Also ihr seht schon, das Ding ist toll erhaben. Hat also ein bisschen eine 3D-Form. Das macht das Ganze umso interessanter. Ach ja, und wie ihr auch seht, ne? Eigentlich kaum eine Luftblase. Ne? Hier vorne bei dem Zahn ist eine kleine Luftblase. Ansonsten ist es wirklich absolut einwandfrei. Ne? Das macht, wenn das ein bisschen rüttelt, dann wird es absolut top. So, dann seht ihr hier beides nochmal nebeneinander. Ne? Sieht ein bisschen aus wie im Museum. Also ich finde es nach wie vor eine tolle Idee. Das macht wirklich Spaß, das hier zusammenzubauen, zu gießen. Es ist spannend, wie die Gussform dann geworden ist, und wenn man dann so ein Ergebnis hat, ist doch das top. Ne? Man kann es dann einfach so weiß unbemalt lassen oder gibt dem Ganzen noch ein bisschen Farbe. Wie schon gesagt, ich habe es mit Wasserfarben probiert und das hält wirklich einwandfrei. Das werde ich jetzt bei diesem Stück auch nochmal machen, und wenn ich das fertig habe, melde ich mich nochmal in einem weiteren kurzen Video. Dann seht ihr mal, wie das aussieht, und dann werde ich es auch nochmal neben den T-Rex-Schädel stellen. Dann seht ihr, wie die beiden Gipsabdrücke hier nebeneinander kommen. Dann würde ich sagen, war es dazu, ne? Auf den Spuren des Smilodons mit dieser Gussform hier. Absolut klasse, das Teil hat mir sehr gut gefallen. Wenn ihr sowas mögt, könnt ihr garantiert nichts falsch machen, denn ihr kriegt es wahnsinnig günstig. Ne? Ihr kriegt es teilweise unter 5 Euro und man hat wirklich Spaß damit. Okay, dann bedanke ich mich fürs Reinschauen, sage ciao, tschüsschen, liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, euer Ruppi. Yay! Yeah.